Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, das Wetter. Oh. Ach nee, das war letztes Mal, glaube ich, auch schon. Das Wetter sieht heute leider nicht so schön aus. Reden kann ich im Moment auch nicht. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ah, der Merlin ist im Moment zu Hause. Da müssen wir hin. Und ich hoffe, dass ich diesen Frosch im Hals ganz schnell loswerden kann. Übrigens, das Wetter bei uns hat auch nicht groß anders ausgesehen als das Wetter jetzt hier bei Disney. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch das Problem mit meinem Hals. Wir wollen nämlich mit der Hauptstory weitermachen. Da bist du ja! Oder was heißt Hauptstory? Also mit dieser, ich sage mal, Hauptstory mit dem Vergessen. Ah, Gameplayerin. Die gute Fee hat mich über alles informiert, was du in der Traumwelt erlebt hast. Ich hoffe, dass es für dich nicht zu schrecklich verwirrend war, die Erinnerungen eines anderen zu erleben. Ich wollte darüber reden, was ich aus den Erinnerungen des Vergessens gelernt habe. Ja, natürlich. Sag mir, was vermutest du? Das Vergessen kann gerettet werden. Das Vergessen ist nur ein verwirrtes Kind. Achso, das Vergessen ist nur ein verwirrtes Kind. Ich weiß, dass wir das alles in Ordnung bringen können. Ich muss nur die richtigen Worte finden. Ich fürchte, es gibt keine Worte, die das Vergessen aufhalten können. Zumindest nicht die Worte, die ich gefunden habe, denn ich habe es wirklich versucht. Ich habe gesehen, wie du einer der Erinnerungen versucht hast, mit dem Vergessen zu reden. Du hast dem Vergessen einen guten Rat gegeben. Schade, dass es noch nicht bereit war, ihn zu hören. Wirklich? Welche Erinnerung war es? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, dass es einige Dinge gibt, die niemals vergessen werden dürfen, egal was wir hinter uns lassen. Dinge wie Freundschaft, Liebe und Fürsorge. Ja, natürlich. Das war ziemlich klug von mir, nicht wahr? Du musst nur irgendwo im Tal in den Himmel schauen, um zu sehen, was passiert, wenn wir das vergessen. Du hast die Risse am Himmel bemerkt, nicht wahr? Das Gefüge der Realität löst sich um uns herum auf. Um das Vergessen zu finden und die Sache zu beenden, brauchen wir etwas, das mit dem Vergessen verbunden ist. Etwas, das zurückgelassen wurde. Was zum Beispiel? Das Vergessen hat nichts hinterlassen, was mir aufgefallen wäre. Oh, aber da liegst du falsch. Folge mir. Ich habe in Mickys Haus etwas entdeckt, das uns sicher helfen wird. Es ist leichter zu verstehen, wenn du es gesehen hast. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, kein Thema. Lauf ruhig vor. Alles ist gut. Jetzt wissen wir zumindest, warum da oben überall diese Sachen sind. Entschuldige, Liebes. Ja, ja. Alles gut. Mit dir wollte ich noch weiter... Ach, ich muss mit Merlin sprechen. Oh, ich hoffe, ich kann ihn gut anvisieren. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Was ist denn das hier? Schau, dort auf Mickys Dach. Es sind nicht nur die Risse im Himmel. Die dunkle Magie trieft durch das Gewebe der Realität. Aber ich... Zum Glück ist das Phänomen zeitlich ziemlich begrenzt. Nur bestimmte Orte scheinen betroffen zu sein. Vielleicht waren diese Orte für das Vergessen wichtig? Ja. Obwohl ich annehme, dass es nicht die Orte selbst sind, sondern etwas in ihnen. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Okay. Suche in Mickys Haus nach etwas von der dunklen Magie. Also das von der dunklen Magie durchdrungen ist. Hier ist aber nichts am Leuchten. Ein Besen ist es auch nicht. Ich hätte jetzt ja eher gedacht, das wäre... Achso, er hat einen Kochtopf. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ah, jetzt war was am Leuchten. Merlin? Da bist du. Also, mal sehen. Ah, ein Märchenbuch. Oh je, es ist regelrecht durchtränkt von dunkler Magie. Es muss einmal dem Vergessen gehört haben. Ansonsten gibt es keine andere Erklärung. Wir haben etwas, das dem Vergessen gehörte. Was kommt als nächstes? Ich fürchte, für diese Verzauberung brauchen wir mindestens 3 weitere Reliquien des Vergessens, genau wie diese. Wo kann ich sie finden?
Du musst nach weiteren Orten Ausschau halten, an denen dunkle Magie in unsere Welt eindringt. Sie könnten überall im Dorf sein. Einige der Reliquien können ganz besonders sein. Andere eher alltäglich. Aber alle haben dunkle Magie, die von ihnen ausgeht. Genau wie diese hier. Verstanden. Finde die Reliquien und rette das Dorf. Na, 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 na. Das ist nicht alles. Wir müssen auch die Geschichte hinter jeder Reliquie erfahren. Geschichten haben eine ganz eigene Magie-Gameplayerin. Entdecke die Geschichten und du kannst dir die Magie zunutze machen. Du musst herausfinden, warum diese Dinge für das Vergessen so wichtig waren. Du hast das erste in Mickys Haus gefunden. Vielleicht kennt Micky die Geschichte dahinter. Ich werde mich im Dorf umschauen und mit Micky reden. Danke, Merlin. Danke, sehr freundlich von dir. Okay. Also, neue Aufgabe, Micky nach dem Märchenbuch fragen. Es nimmt hier richtig coole Züge gerade an. Ich dachte, Micky läuft jetzt hier vielleicht auch rum, aber... Habe ich den da gerade? Ah, ja, ja, ich habe ihn beim Essen erwischt. Sehr schön. Also, es tut mir leid, dass ich mich hier ständig räuspern muss und alles, aber im Moment ist meine Stimme irgendwie total im Eimer. Ich mache hier mal so ein bisschen... ja, das ist natürlich super, da komme ich jetzt gar nicht mehr ran, doch. Ich wollte schon sagen, ich mache den Weg hier mal ein bisschen frei. So, Micky, mit dir muss ich reden. Hallo, du! Himmel, Gameplayerin, um das Dorf steht es nicht zum Besten. Diese Risse im Himmel sind ziemlich beängstigend. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Vielleicht kannst du das. Kommt dir das bekannt vor? Ein Märchenbuch? Darauf kannst du wetten. Das ist schon seit einer Ewigkeit in meinem Haus. Wir glauben, dass es einst dem Vergessen gehörte. Kennst du die Geschichte dahinter? Das ist interessant. Jetzt, nachdem du es mir zeigst, erinnere ich mich an alles. Als du noch ein kleines Kind warst, haben wir es zusammen gelesen. Zuerst habe ich es dir vorgelesen. Eines Tages dann warst du plötzlich alt genug, um es mir vorzulesen. Oh, und natürlich haben wir uns auch einige Geschichten zu den Bildern ausgedacht. Seine Augen sehen aber irgendwie sehr horrormäßig aus. Also tut mir leid, dass ich gerade so ablenke. Das eine Auge kann ich doch verstehen, aber das andere... Ich muss da mal kurz einen Screenshot von machen, es tut mir leid. Okay, weiter geht's. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Es ist ein ganz besonderes Buch. Viele Geschichten über mutige Heldentaten und böse Schurken. Gerade rechtzeitig für das glücklich bis an ihr Lebensende geht noch alles gut aus. Ja, ich wünschte, die Dinge wären so einfach. Vielleicht können wir es irgendwann wieder zusammen lesen. Oh, das habe ich geliebt. Wir haben schon nichts mehr zusammen gelesen seit... Hä? Hey, wenn ich so darüber nachdenke, war das letzte Mal, als wir zusammen gelesen haben, kurz vor dem Vergessen. Aber, meine Güte, das warst nicht wirklich du, oder? Es war das Vergessen. Es hat das Buch bei mir gelassen. Es schien ziemlich sauer zu sein. Allerdings glaube ich, dass es tief im Inneren wirklich traurig über alles war. Ich hoffe, du kannst dem Vergessen helfen. Micky, das Märchenbuch. Die Magie, die von ihm ausgeht, ist stärker denn je. Du hast eine Menge getan, um zu helfen. Jetzt werde ich meinen Teil dazu beitragen, das Vergessen zu retten. Bis ganz bald! Ja. Okay, Moment. Ich sollte vielleicht durch die Tür laufen und nicht durch die, Wände. Oh, weißt du, was heute toll wäre? Warmes, tröstendes Ratatouille. Ja, warmes, tröstendes Ratatouille, okay. Ich gehe nochmal ganz schnell, damit ich das nicht vergesse. Einen schönen Tag noch. Ja, ich glaube, die habe ich schon, aber die nehmen wir trotzdem mit. Freundlichen Dank. Was ist denn das hier? Sei gegrüßt, Nachbar. Von Ratatouille? Oh, können wir auch mitnehmen. Auf Wiedersehen und bis bald. Die Jacke bin ich mir eigentlich sicher, dass ich die schon mal geholt habe. Aber kann sein, dass die nur so ähnlich aussah. Freundlichen Dank. Was ist das denn? Kleine Hörnchen, wie süß. Einen schönen Tag noch.
Oh, wie in der Monster-AG. Auf Wiedersehen, ja, cool. Und bis bald. Einen schönen Tag noch. Hey. Sachen nehmen wir doch auch mal eben mit hier. Freundlichen Dank. Also es tut mir leid, ich weiß, das hat jetzt Hallo. Überhaupt nichts damit zu tun. Mit Auf der und Story bis bald. An sich. Gehen wir mal aus dem Weg, Goofy. Was ist denn das hier bitte? Keine Ahnung, ich nehme es mal Einen schönen mit. Tag noch. Lilo und Stitch, das sollen hey. Wohl die Wände dann sein. Freundlichen Dank. Einen schönen Tag noch. Andere, okay. Auf Wiedersehen und bis bald. Ich meine, den habe ich schon, aber den nehme ich trotzdem mal mit. Freundlichen Dank. So, das habe ich auf jeden Fall. Bei dem bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich glaube, das habe ich nicht. Kokosnussgetränk, das sagt mir gar nichts. Bis bald. Hosenanzug, was will ich mit einem Hosenanzug? Ich finde, das sieht bei... Naja gut, es gibt Frauen, denen steht sowas, aber... Nee, muss nicht sein. Ich habe es immer gehasst, wenn ich so Kram anziehen musste für die Arbeit. Einen schönen Tag noch. So, danke schön, Dagobert. Das Kleid habe ich aber hundertprozentig schon gekauft. Wieso kann ich hier ständig Sachen kaufen, die ich alle schon habe? Ich verstehe es nicht. Das darf ich hier wieder nicht raus? Doch jetzt. So. Ja. Also so wie ich das verstanden habe, müsste quasi überall, wo wir sowas finden, also hier so ein Buch oder vielleicht auch irgendwas anderes, müsste theoretisch an den Häusern, nehme ich mal an, was dran sein. Aber ich sehe im Prinzip nirgendwo an den Häusern gerade was. Ich nehme das auch mal kurz mit hier. Ich weiß auch nicht, ob uns jetzt die Risse hier weiterhelfen. Das wäre oben im vergessenen Land. Ach nee, Moment, das ist nur die andere Seite, ne? Ja, okay, dann werden uns die Risse auch nicht weiterhelfen. Ich würde schon sagen, das sieht so ein bisschen aus wie das vergessene Land, aber... So. Ah, ja. Ja. Okay, da ist ein Riss in der Nähe. Sehr schön. Hier ist nichts. Mal gucken, ob wir darüber Hallo. Reden können. Oh, du bist das Fischlein. Spiele weiter, um weitere Missionen freizuschalten. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Oder können die auch draußen sein? Also hier oben ist der Riss. Aber hier war auch noch eine Höhle, glaube ich, oder? Genau, vielleicht ist es auch in der Höhle drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich sehe jetzt hier nichts. Oder ist es vielleicht doch bei Ursula, aber dann irgendetwas, was ich dann aufheben muss oder so. Moment, was war das? Lesen. Experiment Nummer 3598. Heute habe ich den Tag mit Sammeln verbracht. Für alles, was ich für die Verformungssteine brauche. Hä? Okay. Das ist aber neu, oder? Das sagt mir jetzt so gar nichts. Moment. Aufheben. Ah! Okay. Aktive Aufgabe, sprich mit Ursula. Machen wir das doch mal. Sehr schön. Schauen wir mal. Ursula! Ist noch da, sehr schön. Ah, da bist du ja. Fischlein, bist du endlich gekommen, um mich um Hilfe zu bitten wegen dem ganzen Ärger am Himmel? Das wurde aber auch Zeit. Du hast recht, ich brauche deine Hilfe. Sieh dir das an. Was sind das für Trümmer, die du mir da gibst? Wenn du einen Handel anstrebst, musst du etwas weitaus Besseres finden als all das hier. Ich habe diese Strandspielzeuge in der gleichen Grotte gefunden, aus der ich dich befreit habe. Ich glaube, sie gehörten dem Vergessen. Kannst du dich an sie erinnern? Sie könnten der Schlüssel zur Rettung von Dreamlight Valley sein. Jetzt, wo du es erwähnst, kommen sie mir doch ein wenig bekannt vor. Ich erzähle dir davon und als einzigen Preis erwarte ich ein Lob. Mir ist zu Ohren gekommen, dass alle anderen hier so etwas erhalten. Habe ich nicht auch ein paar Lorbeeren verdient?
Niemand ist besser darin, Abmachungen auszuhandeln. Und vergiss nicht, ich gehe immer als Sieger hervor. Nun, diese Dinge. Du hast als Kind damit gespielt. Vajana und du. Vajana? Ja, natürlich. Ich rede mit Vajana. Gameplayerin? Wenn du das Vergessen gefunden und diesen kleinen Plan vereitelt hast, sag dem Vergessen, es soll zu mir kommen. Ich kann dem Vergessen einiges darüber beibringen, wie es bekommt, was es will. Danke, Seeherzchen. Und jetzt hinfort mit dir. Mhm. Okay, gehen wir erstmal zu Vajana. Vielleicht ist das wirklich so... Oh. So eine Art hat es heute auch bei uns ausgesehen. Achso, Vajana ist nicht unbedingt zu Hause, ne? Wo ist sie denn? Die ist beim Essen, habe ich sie gerade gesehen. Natürlich, alle sind sie immer beim Essen. Genauso wie es jetzt hier aussieht, hat es heute Morgen auch bei uns ausgesehen. Richtig schrecklich. Inklusive, da ist er doch, inklusive Gewitter und alles drum und dran. Hey! Hey, Vajana, ich habe etwas, das du dir ansehen solltest. Natürlich, Gameplayerin. Oh, sind das Spielzeuge? Bist du dir sicher, dass du im Sand spielen willst? Solltest du nicht das Tal retten? Warum nicht beides? Ich hoffe, dass die Lust am Spielen nie verlieren wird, auch wenn die Dinge schlecht stehen, ja. Diese Spielzeuge sind der Schlüssel zur Rettung des Tals. Wie meinst du das? Ich glaube, diese Spielzeuge gehörten früher dem Vergessen. Ich hatte gehofft, du würdest dich daran erinnern. Sie kommen mir bekannt vor. Aber meine Erinnerungen daran sind wie vernebelt. Das ist gut. Stell dir vor, du sitzt in einem Kanu und paddelst durch den Nebel. Stell dir vor, du findest den Weg durch den Nebel und auf der anderen Seite ist ein Licht. Das ist deine Erinnerung an all die Abenteuer, die wir erlebt haben, seit du wieder im Dorf bist. Wow! Das ist wirklich seltsam. Sobald du das gesagt hast, war es, als lichte sich der Nebel. Ich erinnere mich. Wir haben damit gespielt, als du noch ein kleines Kind warst. Es erinnerte mich an die Zeit, als ich klein war und mit meiner Grandma Thala im Sand spielte. Wie sind sie in der Höhle gelandet? Hä? Naja, eines Tages fragte ich dich, ob du spielen willst. Es schien, als könntest du mich nicht hören, als ob du ganz weit weg wärst. Das war bereits das Vergessen, oder? Aha. Es warf die Spielsachen in der Höhle weg und rannte davon. Ich war verwirrt und ziemlich traurig. Sowas sah dir gar nicht ähnlich. Vielleicht nicht, aber das Vergessen ist ein Teil von mir. Das Kind, das mit dir am Strand gespielt hat, dieser Teil von mir ist irgendwo da drin. Mm. Nun, du warst ein erstaunliches Kind, wenn das der Teil von dir ist, der zum Vergessen wurde. Ich hoffe, es gibt immer noch einen Weg, es zu retten. Toll, lass uns später reden. Okay. Das heißt, wir haben jetzt, ich sag jetzt mal einfach den oberen Bereich hier durch. Den Wasserbereich, also den Strandbereich, behaupte ich mal, haben wir durch. Hey, ich wette, dein erster Freund war ein Spielzeug. Hab ich recht? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein, klar, wenn man als Kind Spielzeuge bekommen hat, waren das natürlich immer die Freunde von allen. Hier ist auch nirgendwo mehr was, ne? Ich denke mal, dass wahrscheinlich pro Teil nur ein Haus da ist, mit dem man dann auch was anfangen kann. Ich denke mal, dass sie das sein könnte, aber da ist kein Riss dran. Zumindest keinen, den ich hier sehen könnte. Okay. Auch kein Riss in der Nähe. Na gut, andererseits, wir haben mit ihr ja auch schon mal ja, eine Story in Anführungszeichen gehabt. Oh, hier sind direkt zwei Kisten. Sehr schön, die nehme ich doch nochmal eben mit.
dass das Vergessen sich ja so schlecht gefühlt hat, beziehungsweise ja verarscht gefühlt hat eben von ihr und von Scar. Okay, dann würde ich sagen, dass wir mal zur sonnigen Ebene reisen. Vielleicht können wir da zu Simba gehen. Ah, nee. Okay, Scar. Oh, Scar kommt wieder nicht aus der Höhle raus. Hallo, Scar. Ich lass das mal so, ne? Dann kommst du nicht weg. Okay. Also ich denke mal, dass hier draußen nichts ist. Ich denke mal, ich muss dann wirklich in die Höhle reingehen. Geh mal aus dem Weg hier. Ah, okay, ein Bild. Frag Scar nach der Zeichnung. Machen wir doch gerne. Wenn ich denn... Ah, jetzt. Wurde aber auch Zeit. Ah, Gameplayerin. Genau an dich habe ich gedacht. Meiner Einschätzung nach machst du deine Arbeit als Herrscherin über dieses Tal ziemlich schlecht. Für mich sieht es so aus, als würde der Himmel einstürzen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Problem hatte ich heute Morgen auch, als es so aussah, aber in der realen Welt. Bist du sicher, dass du nicht glücklicher wärst, wenn jemand Gerisseneres das Sagen hätte? Netter Versuch, Scar. Genau. Jemand wie Mufasa, meinst du? ja, ich sag mal, netter Versuch, Scar. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aha. Aber wenn du nicht hierher gekommen bist, um mich zu bitten, über das Tal zu herrschen, was willst du dann? Ich habe etwas in deine Höhle gefunden. Ich glaube, es gehörte früher dem Vergessen. Es könnte der Schlüssel sein, um die Pläne des Vergessens zu stoppen. Kennst du die Geschichte dahinter? Nein, ich habe es noch nie gesehen. Hm, vielleicht hat dich das Vergessen erwischt. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Na, ich sag mal, bist du sicher? Positiv. Außerdem, warum sollte ich mich an so ein hässliches, liebloses Bild von mir erinnern wollen? Aha, du gibst also zu, dass es eine Zeichnung von dir ist. Bitte, Scar, das könnte die einzige Möglichkeit sein, das Vergessen aufzuhalten und das Tal zu retten. Na gut. Wenn ich das muss, um sicherzustellen, dass ich noch ein Königreich habe, über das ich herrschen kann, dann werde ich es dir sagen. Und ich nehme an, du bist das, was ich am ehesten mit jemandem, naja, mit jemandem, den ich toleriere, vergleichen kann. Das hast du für mich gemacht, Gameplayerin, als du noch ein kleines Mädchen warst. Es trifft kaum mein Ebenbild, aber ich gebe zu, ich fand es ziemlich nett, ein Geschenk zu bekommen. Sogar ein so erbärmliches. Seitdem habe ich es immer behalten. Danke, Scar. Deine Geschichte könnte mir helfen, das Vergessen aufzuhalten. Hab ein bisschen Mitleid mit dem Vergessen. Stell dir vor, was es denken muss, wenn es sieht, wie du über alles herrscht, was das Licht berührt, während es in den Schatten verbannt geworden ist. Ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt. Tata! Okay, dann haben wir wohl die Reliquien hier auch, nehme ich mal an. Die Frage ist jetzt, müssen wir jetzt zum vergessenen Land, was ich eher nicht glaube, aber wir schauen mal kurz nach. Oder müssen wir, hier ist auf jeden Fall nichts dran, oder müssen wir, was ich eher glaube, Richtung Eiskönigin oder so, die Ecke. Hier kann man auf jeden Fall nichts sehen. Wald der Tapferkeit vielleicht erstmal. Dann kommen wir nämlich von unten direkt hoch. So, jetzt ist die Frage. Moment, das ist nach unten. Ne? Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren hier. Hier denke ich mir mal, sie hat nichts damit zu tun. Weil sie hatte auch mit der Geschichte selber nichts zu tun. Die Höhle hatte ich jetzt im Visier, aber da scheint nichts
zu sein. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo habe ich denn das Haus hingestellt? Das habe ich, glaube ich, jetzt nach oben gestellt, ne? Genau. Da sehe ich aber auch nichts. Nee. Ah, Moment. Haha, das war mein zweiter Verdacht. Nämlich die andere Höhle hier. So, die Frage ist jetzt... Ah ja, habe ich doch richtig gesehen. Sehr schön, dann müssen wir Olaf finden. Was war das? Lesen. Es ist ermüdend. Okay. Oder haben wir das doch schon mal gehabt, als wir das hier mit den Kristallen gemacht haben? Mit diesem Experiment. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Olaf, sehr schön, dass du direkt da bist. Oh, Entschuldigung. Hallo, ich benötige hier etwas Hilfe. Ja, ich brauche aber erstmal ein bisschen Hilfe. Sorry. Gameplayerin, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich will dich nicht beunruhigen, aber mir ist aufgefallen, dass das Dorf anscheinend, beschädigt ist. Oh. Der Himmel sieht wütend aus. Leider sind meine Arme nicht lang genug, um ihm eine Umarmung zu geben. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ich? Oh, ich helfe gerne. Moment mal, wie soll ich denn helfen? Ich habe eine Decke in der geheimen Kammer gefunden. Ich glaube, sie gehörte einst dem Vergessen. Weißt du etwas darüber? Die flauschige Kuscheldecke. Du hast sie gefunden. Hurra! Aber ich weiß nicht allzu viel darüber. Aber ich weiß, wer vielleicht mehr weiß. Elsa, ich erinnere mich an die Decke aus ihrem Zimmer im Schloss. Natürlich wird ihr nicht kalt, aber ich glaube, sie mag es einfach manchmal gemütlich. Sie muss die Geschichte hinter dieser Decke kennen. Danke, Olaf. Ich schätze, ich muss mit Elsa sprechen, wenn ihr eine Chance haben wollen, das Vergessen aufzuhalten. In der Zwischenzeit werde ich einfach alle verschiedenen Arten an Steinen im Dorf finden und kategorisieren. Schwieriges Wort. Warum? Ich nenne es kontrollieren, was ich kann, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Oh, danke. Das macht mich so glücklich. Ja, klar, warum auch nicht? Die ist wahrscheinlich wieder am Essen oder so. Nein, aber sie ist irgendwo hier unterwegs. Nicht weglaufen, Elsa. Ich muss mit dir sprechen. Hallo. Hallo. Gameplayerin, ich habe gesehen, was am Himmel über den Dorf vor sich geht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, musst du es nur sagen. Vielleicht könntest du ein Eisschild um das Dorf herum errichten. Sei einfach weiterhin du selbst, Elsa. Das ist die einzige Hilfe, die wir brauchen. Ich weiß nicht einmal, wie ich mir selbst helfen soll. Sei einfach weiterhin du selbst, Elsa. Das ist die einzige Hilfe, die wir brauchen. Das ist nett, dass du das sagst, aber ich kann nicht dabei zusehen, wie das Dorf zugrunde geht. Nun, es gibt eine Möglichkeit, wie du definitiv helfen kannst. Sieh dir das an. Kommt sie dir bekannt vor? Oh, sie kommt mir bekannt vor. Es ist aber schon lange her. Wir glauben, dass sie dem Vergessen gehört hat. Wir müssen die Geschichte dahinter erfahren. Hä? Es ist schon komisch. Eben war mir noch so, als ob meine Erinnerungen hinter einem Schleier wären. Aber dann sah ich dich an und dachte an unsere Freundschaft und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Dann kam die Erinnerung. Ich habe sie dir gegeben. Damals warst du noch ein Kind und du wolltest mit mir die Eishöhle erkunden. Allerdings war es sehr kalt, deshalb hatte ich dir meine Lieblingsdecke von zu Hause mitgebracht. Als ich das Vergessen von mir abspaltete, nun, ich denke, es behielt sie, bis es sie in die geheime Kammer warf. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber ich schätze, das Vergessen hat einige dieser Erinnerungen. Ich hoffe, du schaffst es, das Vergessen vor dem Abgrund zu bewahren, bevor es zu spät ist. Solltest du schaffen, es zurückzubringen, nun, vielleicht kann ich mit dem Vergessen reden. Ich weiß, wie es ist, wenn man zu weit geht. Danke, Elsa. Das ist alles, was ich im Moment brauche.
Die Magie, die von der Decke ausgeht, scheint bereits stärker zu sein. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Ja. Und nun? Kommt da jetzt noch etwas? Moment. Das dunkle Schloss. Du hast genug Reliquien, das Vergessen gesammelt, um den Zauber zu sprechen. Es ist an der Zeit, mit Merlin zu sprechen. Warum der das jetzt nicht automatisch angezeigt hat, weiß ich allerdings nicht. Nein! Sammle sie alle, Dachbodenmodus. Ach du Scheiße. Nicht noch mehr Spielzeug-Aliens. Ah, ich würde wahnsinnig. Moment, Merlin ist hinter mir. Hinter mir, hinter mir. Da. So, jetzt schon mal eine kleine Warnung. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze splitten muss, weil es kommt ein bisschen darauf an, wie lange die Quest jetzt hier noch geht. Bleib stehen, Merlin. So, einmal für dich. Bitteschön. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Bravo. Du hast genug Reliquien des Vergessens gefunden, damit wir mit der Verzauberung fortfahren können. Die Magie, die von ihnen ausgeht, ist stärker als alles, was das Vergessen zurückgelassen hat. Und es ist die Magie der Geschichte, da bin ich mir sicher. Wir dürfen keinen Moment mehr zögern. Bist du bereit, hindurchzuschreiten und das dunkle Schloss zu erkunden? Ja, ich bin bereit, aber aufgrund der Länge machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.